Hallo und herzlich willkommen zurück zum Planet Crafter. Ja, ich habe hier mal ein klein wenig das probiert, ob das gut aussieht und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Man kann es jetzt nicht hundertprozentig mittig hinstellen, aber so Pi mal Daumen passt das schon. Und hier kommt es wirklich extrem gut zur Geltung und das ist so der Anlass, wo ich sage, das machen wir mal so weiter. Ich will jetzt hier nicht 20 Stück davon setzen, aber wir können auf jeden Fall... Da fehlt uns eine Superlegierung. Wir können auf jeden Fall 4 Stück hier setzen und tun einfach mal 4 Froscheier, 4 verschiedene Arten. Tun wir mal rein. Und dann Fischeier natürlich, Entschuldigung. Tauchende Frösche. Ja. Haben wir ja auch in dem Spiel hier, ne? Manchmal. Dann ist es so. Okay. Da werden wir heute mal das hier in Angriff nehmen. Sehr gut. Ja, dann werden wir irgendwann nochmal... Was braucht man dafür? Baumrinde braucht man dafür, ne? Weißt du was? Das können wir gleich noch machen. Wo hat man die Baumrinde? Die haben wir drüben im... wo haben wir die hingetan? Haben wir die gleich hier? Das ist furchtbar. Jetzt ist das auch weg. Also das hier total verpackt irgendwie. Naja. Baumrinde. Wo habe ich die denn hingetan? Die müssen wir irgendwo im Lager haben, würde ich sagen. Frag mich mal, wo die ist. Baumrinde? Ach, ich weiß, wo wir die haben. Was brauchte ich noch? Nö, nur Baumrinde. Gut, die haben wir nämlich auf der Landeplattform hier. Ihr wisst schon. Startplattform meine ich natürlich. Baumrinde. Irgendwo hier in der Ecke. Ja, 4-mal ist gut. Okay. Dann einmal in die Basis zurück. Jawohl. Und einmal reingetan das Ganze. So. So, fangen wir mal einfach mit den Eiern hier an. So, dann machen wir natürlich ein Schild dran. Und dann kann man gerne hier noch das Original-Fischl dazu tun. Ja, ob das jetzt alles auf derselben Höhe ist, naja, das werden wir dann sehen. Aber vielleicht nehmen wir es auch nicht ganz so genau. So. Hier können wir mal vielleicht den reintun. Ist auch ein schöner. Das war ja ein Zufallsprodukt. Und dann haben wir noch die Möglichkeit zwischen den hier. Oh, die sehen schon gut aus, ne? Oder den hier. Na, 2 rote vielleicht ist nicht so toll. Machen wir mal die hier. Jo. Sieht doch toll aus, oder? Und schaut mal, die Fische sind sogar 3D. Die sind nicht mal flach. Das ist ja cool. Ja gut, dann haben wir das. Dann ist das so ein bisschen hier... Die Erholungsphase finde ich nicht schlecht. Natürlich hätte man jetzt hier noch so bauen können, dass man hier eine Bank hat oder so. Vielleicht auch die Aquarien hier so ein bisschen in die Ecke mit einpflegen können. Hm, aber wenn man hier so vorbeiläuft, finde ich es auch nicht schlecht. Finde ich gut. Gefällt mir. Okay. Ja, an dieser Stelle sei erwähnt, es hat mir einer von euch in der ersten Staffel treu zugeschaut und hat natürlich selber nebenbei gebaut und hat ein paar Ideen von mir übernommen, als auch, dass er gerne mir mal seinen Spielstand, das wollte ich mal so nebenbei noch erwähnen, ich habe es nicht vergessen, der Spielstand ist, das was du mir geschickt hast, ist noch da und ich brauche aber dafür ein bisschen Zeit, mir das in Ruhe anzugucken und dann vielleicht auch davon was zu übernehmen. Also das kommt noch und ich werde es auch nochmal vorstellen, aber das machen wir ein bisschen später. Ne? Ich habe es nicht vergessen. Das wollte ich nur nochmal erwähnt haben, aber die Zeit ist momentan zu knapp, dass ich mich damit intensiv beschäftigen kann und darauf echt gut eingehen kann. Deswegen nicht böse sein, wenn da keine Resonanz diesbezüglich kommt oder bis jetzt kam. Wir werden uns das anschauen und ich werde das auch zeigen. Wenn das für dich okay ist, kannst du mir gerne nochmal schreiben.
Das sieht aber auch geil aus, wenn das hier so angeleuchtet ist. Wow, zum Dunkeln. Oh, ich komme hier nicht vorbei. Ei. Oh, das ist ja blöd. Komme ich hier vorbei? Ja. Müsste man ein Stück nach links setzen, ne? Das ist genau der Zentimeter, der fehlt. Wird wahrscheinlich hier links dasselbe sein. Und hier wird es gehen, ne? Ne, geht's auch nicht. Na gut. Also, wie gesagt, das kommt auf alle Fälle noch. Erst müsste noch ein Stück vor hier, ne? Ein bisschen Geduld. Na. Okay. Was habe ich jetzt? Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte mal was essen, trinken. Mal ganz schnell hier. Haben wir denn hier was da? Naja. Das war ja wohl nix, ne? Ich frage mich eigentlich gerade, warum habe ich die Kekse unten? Warum sind die Kekse unten? Warum sind die nicht hier? Weißt du was? Ich nehme mal einen hier raus. Dann sollte man ein paar Kekse hier anhäufen. Dann muss man nicht runter. Genau. Okay. Hier ist aber auch dunkel. Hei, hei, hei. Ja, das mit diesen Orange hier, das ist irgendwie... Im Dunkeln kommt das echt cool rüber. Das muss ich mal sagen. Aber das ist hier... Das Magenta. Das ist auch... Oh, schick. Ist echt schick im Dunkeln. Mal so ein paar Eindrücke hier. Das Grün, ja, ist okay. Ja. Haben wir die Schmetterlinge mit einem schönen Gelb. Und hier hinten ein schönes Rot. Das sieht auch gut aus. Gefahr, Gefahr. Also am besten gefällt mir trotzdem das Magenta. So ein bisschen. Das hat, also Farben und Klänge, das ist ja immer so eine Sache, ne? Es dient ja auch der Entspannung und des Relaxens. Man mag das nicht unterschätzen. Musik kann manchmal mehr bewirken, als man denkt. Und genauso ist es auch mit Farben oder Eindrücken, ne? Das Grün ist schon für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen stechend, ne? Prinzipiell ist es eine gewohnte Umgebung, ne? Symbolisiert Natur. Hier das Magenta aber zum Beispiel, das ist so, ich glaube, das tut so ein bisschen auf den Kopf und für den Geist so ein bisschen Ruhe ausstrahlen und, ja, ein bisschen Grün, Gelb ist so eine Sache, das ist so, es ist sehr aufgeweckt eigentlich, so wie die Schmetterlinge. Und Rot bedeutet ja in unserer Welt immer Gefahr, ist also auch nicht so entspannend, aber das Magenta kommt schon gut rüber. Also das wäre auch sowas fürs Schlafzimmer, für einen Schlafraum ist das, glaube ich, eine sehr geeignete Farbe. Das heißt aber nicht, dass er im Fernseher anmacht und das gewissen TV wieder wählt. Okay, so war das nicht gemeint. Ja, haben wir das auch? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Die Fischel wollte ich gerne noch zurücktun. Wir haben ja, ich habe die jetzt hier unten rausgenommen. So. Die werden wir natürlich wieder reintun. Und wir werden da natürlich auch weiter hier machen. Muss ich mal mir wieder eine halbe Stunde, Stunde Zeit nehmen. Dann kann ich wieder mal was zusammenmehren. In der Hoffnung, dass das dann funktioniert. So, jetzt wollte ich eigentlich hier nochmal in der Richtung noch was machen. Allerdings hatte ich mir auch überlegt, mit euch einen kleinen Ausflug zu machen. Und das werden wir auch machen. Das ist mir nämlich jetzt ein bisschen lieber. Warte mal, Essen, Trinken habe ich unten. Da machen wir nochmal einen, denn ich brauche nämlich grüne Quarze. Ja, grüne Quarze brauchen wir. Da haben wir nichts mehr. Gut. Also ich nehme zwei davon mit oder drei. Dann nehmen wir mal so davon ein bisschen was mit. Dann nehmen wir drei davon mit. Und ich habe keine... Eieiei, wo haben die das denn schon wieder hingeschleppt hier? Ist hier noch was da? Könnt ihr die mir alles wegschleppen? Das ist die Frage. Das tun die mir aber jetzt hier nicht rausmopsen, oder? Schnell mal wegmachen. Jetzt weiß ich auch, warum es weg ist. So, eins reicht zu. Das haben wir. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Essen und Trinken mit. Und dann gucken wir mal, wo wir hier vielleicht ein schönes finden. Wie viel Zeit haben wir denn? Ja, knappe 10 Minuten sind weg. Das heißt, wir könnten ein bisschen was Aufwendigeres nehmen. Seltenheit 5. Grün haben wir nicht. Dann würde ich sagen, wir nehmen drei rote. Tun wir mal hier hin. Wieso ist hier eigentlich Wasser drin? Weiß keiner.
Dann nehmen wir die hier. Machen wir mal auf. Dann springen wir mal durch. Grün habe ich nicht mehr, habe ich verbaut. Ja, ich hoffe, dass wir was finden an Grün. Oh, das ist auch schön. Hier mit die Schmetterlinge. Das ist schon toll. Ja. So, mein Plan ist natürlich immer erstmal einen Rundumflug, Kisten sammeln. Das macht sich immer gut. Wir kennen auch diese Stelle hier, diese Station, denn hier waren wir schon mal. Ich sammle jetzt erstmal ein, was... Ne, das brauche ich nicht. Was geht? So, und dann müssen wir mal gucken, machen wir erstmal einen Weg zurück dann. Die Frische hätte ich auch gern, die sahen gut aus, ne? Ich zeig's euch nochmal. So, lila, gelb, grün. Schick. Der hier war aber auch niedlich. Miau. Ach ne, Quack. Okay. Haben wir hier noch eine Kiste? Ich sehe keine. Gut, fliege ich erstmal zurück. Ja, da war schon einen roten und einen blauen zurück. Okay. Gut, dann haben wir das. Geht's los mit den Kisten. Und da haben wir wieder 2000 Terra-Token bekommen. Im Osten war jetzt eins irgendwie. Nee, ich wollte. Stimmt ja, du kannst ja da nicht einfach reinfliegen. Das ist ja Blödsinn. Nein, nein, nein. Aber dieser Kanal ist auch gut gemacht, ne? So, wo war denn das jetzt hier? Osten, hat man gesagt, oder? Ne, das war's nicht. Dann nehmen wir das hier im Norden. Dann müsste woanders bestimmt auch noch eins sein. Ich glaube, hier waren zwei. Das, hier waren wir ja schon mal gewesen. Und wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier machen können. Ich mach mal Licht an. So. So, machen wir einmal auf grün. Grün geht es immer nach Hause. Ja, ich hatte jetzt neulich hier auch ein, in der Aufnahme, die nichts geworden ist, wo nur die ersten 10 Minuten zu sehen waren, hatte ich auch einen kleinen Bug. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, ne? Aber es war mehr so weiß anstatt grün und ich konnte daran auch nichts drehen. Ich konnte daran gar nichts drehen. Ich habe es eingestellt auf Maximum und wo ist es geblieben? Bei weiß. Ja. Sehr komisch das Ganze. Naja. Manchmal ist es halt so, ne? Kannst nichts ändern. So. Grün, sehr gut. Ah ja. So, haben wir. Gehe ich mal hier zurück. Das ist schon der erste. Ne, das will ich jetzt nicht mitnehmen. Die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Was ich so ein bisschen vermisse, sind eigentlich so Tonnen von Sicherung, die es in der anderen Version gab. Ne? Da hast du ja tonnenweise das Zeug bekommen. Da waren wir auch noch nicht. Warte mal, sind wir hierher gekommen? Ja.
Aha. Ups. Was zu trinken habe ich. Sehr gut. Okay. Ja, dann haben wir das schon hier unten. So, nehmen wir mal mit. Warte, hier müssen wir rein. So. Ja, ist ein großes Schiff, ne? Na, wir hängen. Vielleicht haben wir hier noch einen Raum, den wir öffnen können. So, ich muss mal ganz kurz ordnen. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Wie wir hier zurechtkommen. Ah ja, okay. Ist das ein Raum, der hier wieder zurückführt? Hm, hier waren wir noch nicht. Habt ihr gesehen, die war auch gerade verschwunden, ne? Komisch. Okay, wir müssen hier wieder runter. Da sind wir am anderen Ende hochgerammelt. So, jetzt rennen wir natürlich hier wieder hin. Das macht aber nichts. Wir wissen, dass wir jetzt hier nicht hochrennen. Das war das. Gut, das brauchen wir nicht. Da ist nix. Ich finde das trotzdem irgendwie mit die Räume hier oder mit die Gänge total cool gemacht. Muss man mal sagen. Nehmen wir mal noch eins mit. Momentan verbrauchen wir die richtig gut. Und so soll es ja eigentlich auch sein, ne?
Das ist aber auch ein Riesending hier. Das ist ja auch mal genial. Ja, wir haben ja eigentlich in dem Wasserfall eigentlich gefunden, dass wir rein theoretisch so einen Teil bauen könnten, wo wir zwei Etagen haben. Können wir aber irgendwie trotzdem nicht bauen, ne? Naja. So. Ne, das lassen wir mal. Schon. Hier aber nicht. Ist dann auch, wenn du hier schon extra was freispringst, ne, dann könnte auch wenigstens eine Kleinigkeit als Überraschung sein. Trotzdem noch ganz kurz gucken, wir hatten das hier. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir eigentlich hier reingekommen sind, ne? Hm. Und warum haben wir das auf der anderen Seite gemacht? Weiß ich nicht mehr. Normalerweise ist das der Ausgang hier. Ja gut. Dann ist das so. Waren wir denn hier schon? Rein theoretisch nach unserer Vorgehensweise noch nicht, ne? Nee. Okay, wir waren wohl dann doch schon hier. Naja gut, dann sind wir wohl fertig. Ich schätze mal, alles haben wir nicht gefunden, macht aber auch nichts. Ich würde mal ausladen. Wir haben auf alle Fälle ein paar Grüne gefunden, das heißt, wir können noch ein paar Figuren bauen, wo wir die Anzüge drauf machen können. Das werden wir, wie gesagt, in der nächsten Folge machen, wahrscheinlich. Mal gucken, ne? Oh, das ist aber viel. Ja, dann machen wir das mal so hier. So, warte mal. Das sind ja. Die sind ja 5. Ist ja ein Ding. Okay. So, dann haben wir das auch weg. Da holt's keiner ab. Warte mal, ich muss mal hier reingucken. So, nehmen wir noch mal was mit. Vielleicht noch mal 3 davon, bisschen was davon, 1 davon und
Eine Energiezelle. So, hier haben wir übrigens noch ein Bäumchen, was wir noch anpflanzen können. So, und wir schauen nochmal, ob wir auf der anderen Seite noch was ist. Ich glaube, wir waren jetzt Ost, ne? Ich prüfe gleich nochmal. Wenn wir da sind, Ost. Ne, das hat man im... Ja, Osten ist da. Die sind ja auch schick hier. Coole Dreier-Kombi. Ja, prüfen wir noch mal, ob wir hier hinten noch eins haben. Ich hätte gedacht, hier sind zwei. Sieht nicht so aus, ne? Schade. Nö, leider nichts zu haben. Ups. Was habe ich denn jetzt gemacht? Kleinen Moment. So. Kriegt man da ein schönes Bild hin oder so? Ohne dieses Geäst hier? Nee. Ach hey. Dann eben nicht. Gut. Dann ist es bloß ein Schiff. Dann kehren wir zurück. Und dann soll es das auch für die Folge gewesen sein. Warte mal, dann muss ich das wieder anmachen hier. Okay. Dann ist es Nacht. Und ich lade das mal alles aus hier. Obwohl, das können wir lassen. Triebwerke. Ja, und als grünen Abschluss würde ich mit... Warte mal, das machen wir mal aus hier. Als grünen Abschluss würde ich mit euch gerne nochmal auf die Startrampe. Ich habe es, glaube ich, schon vor zwei oder drei Folgen versprochen und habe es nicht gezeigt. Denn wir waren ja unterwegs, beziehungsweise war ich unterwegs und habe hier ein paar Raketen hochgeschossen. Ich habe es ja vor zwei, drei Folgen gesagt. Und naja, es ist doch einiges zusammengekommen. Ups, jetzt habe ich schlucken, Entschuldigung. Ja, und jeweils 30 Raketen haben wir. Außer von den Insekten, da haben wir nur noch 11 oder im Moment 11 Stück. Ja, jede bringt hier 1000, bei den Pflanzraketen 1250. Und bei 30 macht das dann ein bisschen mehr, ne? 7500 mehr. Und bei den Insekten sind wir bei 1500 pro Rakete. Das ist auch ganz nett. Somit sind wir bei 16,5 und werden bei 30 dann so bei 45.000% liegen. Das ist eine ganze Menge. Und die Insekten sind halt mit den Bienen. Dann haben wir die Osmiumstäbe, das war Mangelware, und Mutagen 2. Und wir können mal gucken, wie es ausschaut. Mittlerweile ist das hier gefüllt. Osmium hat man hier. Das ist mittlerweile auch voll. Das ist echt erfreulich. Und was hat man noch? Was braucht man noch? Bienen braucht man noch. Wo sind wir denn? Haben wir denn irgendwo Bienen hier? Kleine, zarte Bienchen? Ich glaube nicht, ne? Aber wir werden mal welche in Auftrag geben. Denn es fallen ja immer welche an. Und wenn wir die hier brauchen, dann ist das natürlich eine tolle Sache. So, ich mach mal Licht aus. Wir prüfen nochmal. Ja genau, Bienen brauchen wir. Das ist doch eine tolle Sache irgendwie. Gut, ich schau mal in den Recycler. Ob wir vielleicht ein paar Bienenlarven drin haben. Ja, in der Tat. Ja, ich meine, wenn du jetzt zu spät kommst, ne, dann hast du bloß zwei, drei drin. Aber wenn du zum richtigen Moment kommst, wie wir jetzt gerade, dann lohnt sich das schon. Ja. So. Terra-Token. Das ist ja ein Ding. So, Triebwerke haben wir hier. Nehmen wir mal ein paar. Und was brauche ich noch dafür? Mutagen D2.
Ja, dann müssen wir alles haben, ne? So, und dann drückst du hier drauf, dann machst du den. Ja, und dann mal das beste Hoppen hier, ne? Ja, 4:1. Okay, einer hat es geschafft. Dann schauen wir mal. Jetzt müssten wir 15 Stück auf der Uhr haben. Genau. Ist doch eine tolle Sache. Ein bisschen was sollte noch gehen. Eine sollte noch gehen, auf jeden Fall. Leider keine Bienchen mehr. Da könnte man noch eine hinbekommen. Und dann haben wir das auch. Gut, okay. Dann geht's für uns zurück. Was habe ich jetzt noch dabei? Weißt du was, uns geht's momentan so gut. Ich bin mal großzügig zu uns. Dann esse ich und trinke ich noch was. Und mit diesen Worten verabschiede ich euch. Bis zur nächsten Folge. Wir werden mal schauen, was wir machen. Ich müsste normalerweise viel mehr vorbereiten, dass das hier ein bisschen fluffiger geht, aber ist nicht. Wir können nächste Folge hier die restlichen Anzüge setzen. Zumindest 4, 5 Stück. Und dann können wir die Anzüge verteilen. Rein theoretisch hat man dann genug Mäntel. Wir haben aber doch ein paar Anzüge mehr. Wir werden das also hier dann schön voll machen. 4, 8, 12, 16. 16 Anzüge gibt's. Und wir haben aber noch nicht alle. Wir haben 10, glaube ich. 10 oder 11 haben wir. Und dann haben wir ein paar Doppelte. Normalerweise sollte man die auch in den Prozeduralen finden. Aber im Moment finden wir da, was die Anzüge angeht, 0. Ja. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn wir nicht alle finden. Dann ist das so. Und damit sage ich bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao und vielen Dank fürs Dabeisein.